Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder einen Accessoire-Haul für euch. Ja, ich habe in den letzten Wochen ein paar schöne Sachen gekauft, seien es jetzt Schuhe, Taschen oder auch Schmuck. Und ich dachte, ich zeige euch das alles heute mal wieder. Ja, es gibt auch einen Grund dafür. Ich war heute nämlich im Accessorize einkaufen. Da gibt es momentan Sale und auch wirklich super, super viele Sachen, 50%. Also verpasst das auf gar keinen Fall. Ich habe mir total viele Dinge angesprochen und ich hätte mich da wirklich tot kaufen können. Musste mich ziemlich zusammenreißen. Und ja, anfangen möchte ich dann gerne mit den Sachen, weil ich denke, das wird auch so das Spannendste sein. Da möchte ich euch zuerst ein Armbandset zeigen, das nicht im Sale war. Das habe ich mir letzte Woche geholt. Und zwar sind es diese drei Armbänder, die ich auch gerade trage. Die sind wirklich super, super süß gemacht und total interessant mit ganz vielen kleinen Anhängern. Und die Perlen sind wirklich wunderschön und es ist einfach super schön sommerlich, finde ich. Das habe ich, wie gesagt, letzte Woche gekauft. Im Sale gibt es das auch bei mir nicht. Also hat noch den regulären Preis. Deswegen ja, hatte ich da jetzt Glück und habe das nicht letzte Woche gekauft. Und diese Woche wäre es im Angebot. Das wäre ein bisschen blöd. Und ja, das hat gekostet 9,90, also die drei Stück zusammen. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Sale-Artikeln. Da möchte ich euch zuerst diese wunderschönen vier Armbänder zeigen. Ja, die hätten regulär 7,90 € gekostet und ich habe dafür jetzt 3,95 € bezahlt. Finde ich wirklich super. Vor allem, weil ich die auch schon in der Hand hatte und mir überlegt hatte, sie zu kaufen, als ich mir dieses Set hier letzte Woche geholt habe. Und ja, ich habe es dann doch gelassen, weil ich dachte, okay, eine Packung Armbänder reicht dann. Aber da die jetzt halt im Sale waren, mussten die halt unbedingt mitkommen. Sind total süß. Also da ist einmal eins mit so Perlen in so einem Silber. Dann ist hier einmal so ein dünnes Bändchen mit einem Herz. Hier habt ihr mal so ein ja, pinkes Bändchen mit dem mit den Buchstaben Love. Und hier ist einfach eins mit so schönen Perlen. Glitzert auch total hübsch. Und ja, mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Auch so ein Kombi dann sieht es einfach sehr hübsch und sehr leicht aus für den Sommer. Da mag ich das nicht so gerne, wenn man so schweren Schmuck trägt. Und ja, dann habe ich mir noch wunderschöne Ringe gekauft, auch wieder im Sale natürlich. Die hätten regulär 9,90 € gekostet, sind vier Stück und ich habe dafür jetzt 4,95 € bezahlt. Und ja, da könnt ihr die Farben mal sehen, da ist einmal so ein schöner Türkisgoldener mit bei, dann hier einmal so ein Weißgoldener, ein helllila Goldener und ein ja, Roségoldener. Also wirklich sehr, sehr hübsch, auch wieder total schön sommerlich und auch im Kombi mit den Armbändern gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Und ja, für einen halben Preis, also 4,95 € für vier Ringe ist wirklich okay. Ja, dann habe ich mir noch Ohrringe gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das euch schon mal erzählt habe, aber ich benutze nur noch Ohrstecker aus echtem Silber. Also ich habe gemerkt, dass ich da ein bisschen empfindlich reagiere, wenn ich mir irgendwelche anderen Ohrstecker hole. Und ja, deswegen schaue ich da einfach immer drauf. Also ich trage wirklich nur noch Silberohrschmuck. Und ja, da habe ich den hier entdeckt. Der war auch reduziert. Das sind diese wunderschönen Ohrstecker. Vier Stück sind es, also zwei Paar. Sind einfach so süße, schlichte Herzchen. Und die hätten regulär auch 9,90 € gekostet. Das heißt, ich habe 4,95 € dafür bezahlt, finde ich auch wieder ein super Preis, dafür, dass es auch echt Silber ist. Und ja, ich freue mich schon, wenn ich die tragen kann. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem absoluten Highlight, finde ich, von meinem Einkauf. Also darüber habe ich mich riesig gefreut. Das ist wirklich ein wunderschönes Schmuckstück. Und ich habe mir das auch mal schon so angeschaut gehabt, aber ich hätte das für den regulären Preis wirklich niemals mitgenommen. Und zwar ist es diese super schöne Kette, die mit diesen Perlen bestickt ist. Und die ist einfach traumhaft schön, finde ich. So für den Sommer mit einem weißen Kleid und sieht einfach total hübsch aus, finde ich. Die hätte regulär 26,90 € gekostet. Das ist halt, wie gesagt, meiner Meinung nach viel, viel zu teuer für so ein Modestück, was man jetzt auch nicht immer anziehen kann. Und ja, ich zeige euch das mal kurz, so wie das so angehalten aussieht. Da könnt ihr das mal sehen. Also ich finde die wirklich schön. Die ist nicht zu groß, die ist aber auch nicht zu klein. Und wie gesagt, so einem weißen Kleid wirklich sehr, sehr hübsch. Und für die habe ich jetzt nur noch 13,45 € bezahlt. Und das ist dann halt wirklich wieder okay. Ist dann so von den Preisen her wie H&M. Und das habe ich dann noch eingesehen. Ja, so viel jetzt zu dem Accessorize Haul. Kommen wir auch schon zu dem letzten Schmuckstück, das ich mir gekauft habe. Allerdings ist das jetzt nicht von Accessorize, sondern von Claire's. Und als ich das entdeckt habe, musste ich das unbedingt mitnehmen. Das ist dieses schöne Gliederarmband in Gold. Finde ich total hübsch und das ist vom Material auch wirklich sehr, sehr schön, finde ich. Und zwar ist es relativ dünn. Ihr kennt ja sicherlich alle diese Gliederketten und auch Armbänder, die sind super schwer und ja, haben auch ein sehr, sehr dickes Material meistens. Und das ist halt eben bei dem Armband nicht so. Ich fand
das total schön praktisch für den Sommer einfach. Und ja, ich habe davon jetzt leider den Kassenzettel nicht mehr aufgehoben. Ich hatte das irgendwie total vergessen und auch gar nicht dran gedacht, irgendwie ein Haul zu drehen. Und ja, das hat aber, glaube ich, um die 7 bis 8 Euro gekostet und das müsste es eigentlich noch geben. Also das gab es bei mir wirklich zigfach, wo ich da im Laden war. Und das finde ich halt auch sehr, sehr schön, weil das halt eben nicht so dick her ist vom Material. Ja, das war es jetzt auch schon mit dem Schmuck. Jetzt möchte ich gerne weitermachen mit Schuhen und da habe ich mir auch wieder wunderschöne Sandalen gekauft. Ich bin ja total der Schuhliebhaber. Ich könnte, glaube ich, jeden Tag Schuhe kaufen. Und als ich die schönen Sandalen dann entdeckt habe, mussten sie einfach mitkommen. Und ja, ich fange jetzt einfach mal mit denen hier an. Ich habe die jetzt schon mal getragen alle, deswegen ist die Sohle da leider nicht mehr so sauber. Aber ja, ich wollte es euch trotzdem unbedingt zeigen. Ja, fangen wir einfach mal mit denen hier an. So sehen die aus. Super, super schöne Schuhe mit ganz, ganz vielen Glitzersteinchen. Das Bändchen hier ist in so einem schönen Hellrosa gehalten und die Glitzersteinchen sind in Gold und Silber. Das heißt, es passt immer, egal welchen Schmuck ihr trägt. Und ja, die haben auch eine Echtledersohle. Finde ich total hübsch. Die habe ich mir gekauft im Coco und die haben gekostet 16,90 €. Ja, und weil ich die so schön fand in der Farbe, musste ich die auch noch in Schwarz haben, weil ich sie da irgendwie wieder total anders fand. Und ja, auch sehr, sehr hübsch. Also schwarze Schuhe kann man eigentlich immer gebrauchen. Die passen wirklich auch immer. Und mit Rosa ist es halt eben immer so eine Sache. Und ja, das sind die Beine dann im Vergleich. Also wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mich total in die verliebt. Also ich habe euch ja beim letzten Fashion Haul auch schon solche Sandalen mit Glitzersteinchen gezeigt, die ich super gerne trage. Und ja, sehr, sehr schöne Schuhe, finde ich. Ja, dann habe ich mir noch ein paar Schuhe gekauft. Ich denke, das wird jetzt sehr umstritten sein und sehr viele werden das blöd finden. Aber ich wollte die unbedingt haben. Und zwar kennt ihr sicherlich alle Tory Burch. Und ehrlich gesagt, ist es mir ein bisschen zu teuer für Sandalen, da um die 150 bis 200 Euro auszugeben. Die Ballerinas sprechen mich zwar sehr an, weil die dann auch wirklich von der Qualität gut sind. Ich denke, die Sandalen werden auch gut sein, also wirklich nichts dagegen. Aber ich habe halt eben so viele Sandalen und ich kaufe super gerne Sandalen, deswegen ja, hole ich mir für das Geld lieber 10 Paar. Ja, und dann war ich im Fashion Deluxe unterwegs und habe diese Teile entdeckt. Schaut euch das mal an. Also ich finde, die sind so krass. Also ich konnte das irgendwie gar nicht glauben, als ich die da entdeckt habe. Ich finde, das sind wirklich sehr, sehr schöne Schuhe und sind wirklich total gute Fakes, würde ich mal sagen. Also das Zeichen sieht doch wirklich total hübsch aus und sehr, sehr echt. Und die haben nur unglaubliche 10 Euro gekostet, deswegen musste ich die mitnehmen. Ich meine, klar, das ist immer so eine Sache mit diesen Fakes. Ich fühle mich auch besser, wenn ich die echten Sachen habe. Das ist einfach so. Aber ich finde die total hübsch. Ich hatte an dem Tag auch ein weißes Kleid an und in Kombi mit den Schuhen sah das super, super toll aus. Wie gesagt, 10 Euro haben die gekostet. Und ob man das jetzt so sieht, dass sie nicht echt sind, weiß ich nicht. Also ich denke, ein Laie würde es niemals erkennen. Oder auch so von Weitem wird es kaum erkennbar sein. Und ja, ich finde die einfach sehr schön. Nicht nur wegen der Marke, also ich fand die auch so ganz toll, mir gefällt das Symbol eigentlich total gut. Und ja, wie gesagt, für 10 Euro kann man da wirklich nichts sagen. Die gab es auch noch in Weiß und in Schwarz. Ich hatte erstmal überlegt, sie in Schwarz zu holen, aber ich habe ja schon ein schwarzes Paar Sandalen gekauft vor kurzem, das ich euch jetzt halt auch gerade gezeigt habe. Und ja, deswegen durften die da mal in Rot mit, da habe ich eh noch nicht so viel da. Und ja, wie gesagt, für 10 Euro konnte ich die einfach nicht stehen lassen. Ich habe sie auch schon mal getragen, finde sie auch sehr bequem, muss ich sagen. Die haben auch wieder eine Echtledersohle und ja, wirklich sehr okay für den Preis. Ja, dann möchte ich gerne noch weitermachen mit den Taschen. Da habe ich mir in letzter Zeit 4 neue Schätze zugelegt. Also ihr seht, ich habe sehr, sehr viel Accessoire-Shopping betrieben, jetzt einfach so für den Sommer. Habe ich ein paar schöne Dinge gebraucht. Und ja, da möchte ich gerne mit einer kleinen Klatsch anfangen, beziehungsweise mit einer etwas größeren Klatsch. Und zwar ist das diese hier. Ja, ich denke, die werden viele von euch kennen. Die gab es mal eine ganze Weile im H&M und die gab es jetzt bei mir in H&M reduziert. Für 5 Euro habe ich die ergattert statt 10. Ja, finde ich sehr schön, so für den Sommer einfach zu einem weißen Kleid zum Beispiel. Es ist einfach total der schöne Hingucker. Und ja, man hat auch genügend Platz, finde ich. Also es reicht auf jeden Fall für Geldbeutel, Handy und Lippenstift oder so. Und ja, sehr, sehr hübsch. Einfach so für den Urlaub oder so für einen Stadtbummel, wenn man nicht so eine große Tasche mitschleppen möchte. Und ja, 5 Euro ist halt wirklich auch okay.
Ja, dann habe ich mir noch eine Klatsch gekauft. Die habe ich allerdings auf H&M.de bestellt. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Die war auch im Sale. Und zwar sieht die so aus. Die ist auch sehr, sehr hübsch und total schick, finde ich. Die ist in so einer Wildlederoptik. Und dann hat sie hier oben so ein Schlangenledermuster in so einem schönen, changierenden Ton. Also das ist irgendwie so lila-gold und das gefällt mir wirklich super, super gut. Ja, sehr, sehr schöne Tasche auch wieder. Die hat auch einen Henkel, das hat die andere nicht. Also das mag ich auch immer gerne, wenn man da nicht die ganze Zeit Lust hat, die Tasche in der Hand zu schleppen. Ja, ist auch wieder relativ groß her vom Platz. Also das langt auf jeden Fall so für die wichtigsten Sachen, finde ich. Und ja, die war runtergesetzt von, ich glaube, 15 oder 20 Euro auf 7. Also ich habe dafür nur noch 7 Euro bezahlt und das finde ich auch wieder super. Ja, dann habe ich mir noch eine Tasche geholt. Das ist jetzt auch schon die vorletzte Sache, die ich euch zeigen möchte. Und zwar ist es diese wunderschöne Tasche hier von Mango. Einen Moment. So sieht die aus. Da könnt ihr die mal sehen. Hat auch wieder eine ganz tolle Farbe. Das ist so eine Rosé-Beige, finde ich irgendwie. Und ja, ich finde die sehr, sehr schön. Die ist auch total geräumig und die kann ich mir auch gut für die Schule vorstellen. Das war auch wieder ein totales Schnäppchen. Wir haben in Nürnberg nämlich unten im Mango so ein Mango-Outlet. Also da bekommt ihr sehr, sehr viele Sachen total runtergesetzt. Und da habe ich die Tasche eben auch her. Ich habe da jetzt nur noch 17,99 € bezahlt anstatt 39,99 €. Also auch wirklich eine tolle Ersparnis. Sogar mehr als 50% habe ich gespart. Und ja, finde ich wie gesagt sehr hübsch. Die ist total schön groß. Da könnt ihr das mal sehen. Sie ist auch innen total schön, also einfach in so einem schlichten Beige-Stand gehalten und ja, wie gesagt, einfach mega geräumig und ja, finde ich sehr, sehr toll und war halt, wie gesagt, auch wieder ein Schnäppchen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Produkt, das ich mir gekauft habe. Das ist auch wieder eine Tasche und ich denke, die meisten von euch werden die schon gesehen haben. Ich habe damit auch schon mein Outfit of the Day abgedreht, vor kurzem erst. Habe euch auf Instagram schon mal Fotos von der gezeigt und diejenigen, die mir auf Facebook folgen, die haben mir sogar ein bisschen mitgeholfen, weil ich euch da eben gefragt hatte wegen Farbe und Größe und sehr viele von euch haben mich da total lieb beraten, was mich natürlich auch gefreut hat. Und ja, letzten Endes ist sie dann endlich bei mir eingezogen, das schon vor einiger Zeit, aber ich dachte, das gehört einfach noch mit hier rein. Und zwar ist es diese Tasche hier. Das ist eine Longchamp-Tasche in dem Le Pliage-Modell. Ich habe jetzt die Beige ausgewählt, weil ich einfach dachte, die passt zu den meisten Sachen, die ich so zu Hause habe. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich das Modell mit den kurzen Henkeln gewählt. Es gibt ja noch diese Taschen hier mit langen Henkeln. Ich bin allerdings so ein Typ, der seine Taschen gerne in der Hand trägt oder auch so im Ellenbogen. Also ich hänge mir die meistens gar nicht so in die Schulter. Deswegen dachte ich, die mit den kurzen Henkeln wäre passender für mich. Und ja, ich bin wirklich super zufrieden mit der Tasche. Ich finde die sehr, sehr hübsch. Da passt eine Menge rein. Also das muss ich auf jeden Fall sagen. Und seitdem ich die habe, trage ich die auch wirklich fast täglich. Ich hatte sie heute auch dabei, deswegen ist sie gefüllt. Ich hatte sie heute in der Schule dabei. Ich kann sie mal ganz kurz zumachen und euch dann so im geschlossenen Zustand nochmal zeigen. Und ja, ich bin wie gesagt einfach total zufrieden. Ich bedanke mich da auch nochmal ganz, ganz herzlich bei euch für eure Hilfe. Ihr habt mir da wirklich gut weitergeholfen, mich total schön beraten. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist es dann auch wirklich das Modell geworden, zu dem mir die meisten geraten haben. Ich hatte ja noch überlegt, mir vielleicht eine weiße anzuschauen, weil ich die auch super schön fand bei einer Freundin von mir. Aber da ich dann doch mehr Sachen in Brauntönen oder Beigetönen habe, habe ich mich dann für die entschieden. Und ja, die sind relativ teuer, muss ich leider sagen. Deswegen habe ich da auch sehr, sehr lange überlegt. Also die Taschen gefallen mir, glaube ich, schon seit 2 Jahren. Ja, was heißt teuer? Teuer ist sie eigentlich nicht für eine Markentasche. Die kostet 60 Euro. Wie gesagt, Größe M habe ich da jetzt gewählt mit den kurzen Henkeln. Es gibt auch noch Größe S und Größe L. Größe S war mir aber viel, viel zu klein. Also wenn ich kleine Taschen benutzen möchte, nehme ich einfach meine Clutches. Und L war halt dann wirklich wieder viel zu groß, meiner Meinung nach. Ja, wie gesagt, 60 Euro hat die gekostet. Ist wie gesagt für eine Designertasche eigentlich noch ziemlich okay, aber wenn man sich überlegt, dass es einfach auch nur eine Nylon-Tasche ist, das bisschen Leder, was halt da dran ist, okay, man zahlt halt einfach für den Namen mit. Ich habe mir das jetzt aber schon super, super lange überlegt und bin jetzt einfach total glücklich, dass ich sie da habe. Ich hoffe auch, dass sie mir lange hält und ja, falls ihr da nicht so viel Geld für so eine Tasche ausgeben möchtet, ihr bekommt Taschen in der Art auch schon ab 10 Euro, also das ist halt wirklich nur eine Nylon-Tasche. Echtes Leder muss da jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt mit dran sein. Das ist halt jetzt bei der so. Und ja, ich bin trotzdem super zufrieden und bereue gar nichts. Und es ist einfach meine liebste Tasche momentan.
Ja, das war's jetzt auch schon mit meinem Haul. Ich hoffe natürlich sehr, mein Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was dann so euer Lieblingsprodukt aus meinem Einkauf war. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ja, ich hoffe natürlich sehr, dass ihr noch was abbekommt, was euch so gefällt. Vor allem jetzt auch bei Accessorize. Also da ist wirklich ein super Sale momentan. Beeilt euch, wenn ihr da noch gute Sachen abbekommen möchtet. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!